Hallo Martin, willkommen in Las Vegas. Hallo, schön hier zu sein. Ich habe noch nicht mal gespielt, was ist eigentlich los? Und du bist im teuersten gebauten Hotel in Las Vegas. Wir sind im Resort World. Das haben die erst letztes Jahr im Sommer aufgemacht. Ja, ich wollte das mal austesten, weil ich bin ja immer ganz gerne, ich komme ja auch aus der Gastronomie und Hotellerie und ich finde es natürlich dann spannend, neue Hotels zu sehen. Und ich wusste, das ist jetzt neu gebaut und jetzt wollte ich das mal auschecken. Der Blick ist ja der Wahnsinn, oder? Ja, 56. Stockwerk, das hat 56. was. Stockwerk, Blick auf den Strip. Wir müssen mal gucken, ob wir in das Video hier ein Foto mit reinmachen können. Ja, sieht schon richtig nett aus. Hab Glück gehabt, vielleicht wussten die, dass ich ein Wassersommelier bin. Da sind wir ja schon fast beim Thema. Ja, das heutige Thema für diejenigen, die den Martin nicht kennen. Der Martin wohnt in L.A. Ja, ich wohne in Las Vegas. Ich wohne in Las Vegas. Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt und du machst eine ganz verrückte Sache. Ich muss es wirklich so sagen. Ich habe es zu Anfang nicht ganz ernst genommen, wo ich es von anderen gehört habe und denn persönlich kennengelernt. Wir haben Wassertesting gemacht und dachte ich, wow, was ist denn das für eine coole Sache. Du bist Wassersommelier. Genau. Ich finde es besonders schön, dass du gerade gesagt hast, ich habe das erst gar nicht so ernst genommen. Und das sind mir eigentlich auch die Liebsten. Ja, weil du kennst so viele Leute auch im Bekanntenkreis, die mit diesen Wasserfiltern anfangen, die dann ankommen und sagen, oh, guck mal, dein Trinkwasser ist nicht gut, das muss gefiltert werden. Und da denkst du natürlich, wieder so ein Spinner, okay, dann zeigt er mir einen Wasserfilter und dann geht es mir besser, oder wie? Aber das ist es ja gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Und das ist auch immer leider, das ist die Tragik. Erstens, hier in Los Angeles oder in Las Vegas oder wo auch immer du wohnst in den United States, das ist natürlich was anderes. Die Leitungswasserqualitäten sind halt hier nicht die besten. Und es gibt auch viele Menschen, die sagen, hey Martin, ich möchte halt nicht Flaschenwasser kaufen, was ja vollkommen auch okay ist. Und den rate ich natürlich dann zumindest filter dann bitte dein Wasser, damit du dann nicht mehr diesen Chlorgeschmack drin hast. Und besonders wichtig ist auch, einen Filter für deine Dusche zu nehmen, weil deine Haut und deine Haare werden sofort besser, wenn du diesen Chlor halt nicht mehr hast in dem Wasser. Wir haben es ja ganz extrem hier in Vegas. Wir kriegen das Wasser vom Lake Mead. Das ist ja der größte künstlich angelegte Stausee der USA, vom Hoover-Staudamm. Und das Wasser, was hier rauskommt, das ist so dermaßen geklort, das kannst du nicht trinken. Das ist das Erste, was ich gemacht habe, auch gestern, als ich angereist bin. Ich bin sofort ins Badezimmer gerannt und habe meine Nase unter das Tab gehalten, habe das Tab geöffnet, Nase ran und dann habe ich mir einen ganz schönen Schluck so aus der Hand rausgenommen. Habe ich auch nur gedacht, boah, ist das schlimm. Ja, das ist und ich dachte schlimm. Schon, da müsste ich eigentlich mal ein TikTok-Video von machen, wie ich einfach nur das Las Vegas Wasser trinke und sage, boah, das kannst du nicht trinken. Aber in Deutschland ist halt die Wasserqualität tausendmal besser. Ich habe auch viele Follows aus Deutschland auf meinen Social-Media-Channels und die fragen, die gucken dann immer, ich sage, Martin, was redest du da immer über die Tap-Water-Qualität? Wir haben doch hier gutes Leitungswasser. Also selbst in Berlin konnte ich wirklich aus der Leitung trinken. Also in Deutschland, das ist auch gutes Wasser, oder? In Deutschland hat man super Wasserqualitäten, super Qualitäten. Für besonders die Großstädte ist immer wieder beeindruckend. Das Berliner Leitungswasser, ich finde das super. Muss ich das jeden Tag trinken? Nö, das hat ein bisschen ganz leichten, dumpfen Nachgeschmack. Aber das ist eben bei mir jetzt, weil mein Geschmacksnerv so speziell ist, dass ich halt alles rausschmecke aus Wasser. Ich trinke lieber halt Flaschenwasser. Aber zu sagen, jetzt das ist schlecht oder das ist besser, ganz im Gegenteil, ich finde das Leitungswasser in Deutschland super. So, und jetzt bist du in den USA und zeigst den Leuten, was vernünftiges Wasser ist. Genau. Wie bist du drauf gekommen? Naja, das ging schon los, als ich Kind war. Also 4, 5 Jahre alt. Ich komme von der dänischen Grenze, ganz oben im Norden. Aventoft heißt der kleine Schleswig-Holstein. Ort. Genau, Schleswig-Holstein. Der Ort, wo ich herkomme, da wohnen 450 Leute. Also wirklich super klein. Hier wohnen auch. Ein richtiges Dorf. Ja, auf der Etage wahrscheinlich in diesem Hotel wohnen mehr Leute gerade als in meinem Dorf, wo ich herkomme. Aber das liegt halt zwischen der Nordsee und Ostsee. Also ich bin an Wasser sozusagen geboren worden. Und als ich 4, 5 Jahre alt war, bin ich mit meinen Eltern durch Europa mit dem Auto, zu den Vacation Times. Und ich fand das halt spannend, das Leitungswasser zu trinken in den verschiedenen Städten. Als Kind? Als Kind. Fand ich einfach spannend. Das ist geschmacklich, war das unterschiedlich für mich. Okay. Hab das als Kind aber natürlich gar nicht gerafft, warum es unterschiedlich schmeckt. Ich habe einfach nur gedacht, ist ja lustig. Die sagen alle Wasser dazu, schmeckt aber unterschiedlich überall. Mhm. Und meine Eltern haben immer gedacht, was ist denn los mit unserem Kind eigentlich? Warum? Der trinkt das Flaschenwasser nicht, was wir im Auto haben, sondern der wartet. Der hat ein ordentliches Ding zu laufen. Ja, der wartet, bis wir irgendwo anhalten und dann rennt er zur Toilette. Und trinkt da das Leitungswasser vom Hahn. Und das haben die aber nie so als, naja gut, dann mach das halt. Ja. Und das habe ich auch ein bisschen dann das Hobby als Kind vergessen, gebe ich zu. Ich habe dann andere Getränke probiert, so als Jugendlicher, wollen wir es mal so sagen. Aber in 2005 habe ich in Berlin in einem Sternerestaurant angefangen. Und da kam ein Gast zu mir und meinte, hey Martin, du hast 1200 verschiedene Weine auf deiner Weinkarte stehen.
Du hast aber nur ein Wasser. Und er mochte den Geschmack des Wassers nicht. Okay. Ich gesagt, was hast du denn sonst so für mich? Und dann habe ich den angeguckt und wie in so einem Hollywood-Film. Oder kommt so in so einem schlechten Hollywood-Film kommt plötzlich diese Glühbirne hinter dir am Kopf hoch, so diese Idee. Ich habe den angeschaut und habe wirklich gedacht, der hat ja vollkommen recht. Als Kind habe ich das ja immer gewusst, dass Wasser Geschmack hat. Hier in der Gastronomie, das ist ja immer Auswahl, Auswahl, Auswahl. Du hast verschiedene Biere, du hast verschiedene Wodka, Tequila oder Gins auf deiner Bar stehen. Du hast verschiedene Weine, aber wenn es um Wasser geht, unser wichtigstes Getränk der Welt. Was jeder trinkt, ja. Genau, wir müssen mal klipp und klar sagen, ohne dem wären wir ja nicht auf diesem Planeten. Mhm. Da heißt das nur, na, was willst du? Mit oder ohne Gas? Ja, klar. Oder? Aber da fragt doch keiner, wie soll das Wasser schmecken oder welche Firma oder welches Branding du hättest ganz gerne. Da habe ich gedacht, das fände ich jetzt. Und macht sich auch überhaupt gar keiner Gedanken drum. Nein, gar nicht. Wenn du in Berlin ins Restaurant gehst oder egal in Deutschland, wirklich stilles Wasser oder mit Sprudel und fertig. Und dann kriegst du das, was dahingestellt wird. Und ich dachte halt, komm, lass uns mal verändern. Und wenn ich überlege jetzt, es gibt auch viele Menschen, ich sage nur viele, Millionen von Menschen, die keinen Alkohol trinken. Hm. Ja, also die gehen ins Restaurant und das Einzige, was sie trinken dürfen, ist dann mit oder ohne Gas. Das ist deren Auswahl. Oder vielleicht irgendeinen Juice, also einen Saft oder sowas. Ja. Passt ja vielleicht überhaupt nicht zum Essen. Ja, was hat halt Geschmack? Und das kannst du echt wie Wein, sag mal, pairen zu den verschiedenen Food-Dishes. Das ist eben das Geile. Wir haben mal Wasser, kannst du echt was machen. Wir haben Wassertesting gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange es ist. Ein bestimmten Jahr her. Oh oder ja, mindestens. Anderthalb Jahre her. In dem Hotel, wo du gearbeitet hast. Und du hast mir tatsächlich einige Wasser hingestellt. Und ich hatte null Ahnung davon. Und ich war mega begeistert gewesen, wie die verschieden schmecken. Und das ist es ja, wenn du jetzt, ich sag jetzt mal einfach, du gehst in Berlin, Currywurst mit Pommes und Mayo, da schmeckt kein Wasser dazu, da brauche ich eine Cola dazu. Genau. Und so wird es wahrscheinlich auch sein, wenn ich ein Steak esse oder Hummer oder ein Schnitzel, was auch immer, dass ich denn das passende Wasser dazu habe, das wenn ich keine Cola oder sonst was trinke. Genau. Und das klappt. Und das hat alles mit der Mineralität zu tun. Also jedes Wasser, wer sagt, Wasser ist ja pure, also da ist gar nichts drin, stimmt nicht. Also jedes Wasser auf diesem Planeten hat ein Mineralgehalt. Ja. Jedes. Außer destilliertes Wasser, das ist natürlich für kleine Maschinen gedacht oder für deine Autobatterie. Das trinkt bitte nicht, das hat nichts mit Wasser mehr zu tun. Das ist einfach ein Liquid, das gehört dazu, um das eben für Maschinen zu benutzen, aber sollte man nicht trinken, weil das hat keine Mineralien eingebunden. Das schmeckt extrem flach, auch im Geschmack. Deine Geschmacksknospen wollen Salze haben. Und diese Salze, das sind die Mineralien, die da eingebunden sind im Wasser, die agieren halt mit deinem, wie heißt das noch auf Deutsch? Mit dem Gaumen? Nee, mit der Spucke. Sliver auf Englisch. Okay. Komisches Thema jetzt, dass wir jetzt über Spucke reden, aber es ist halt so, weil manche Wässer trocknen diese Spucke so fast aus, wenn die ganz wenig Mineralien haben, weil Wasser ist der Universal Solvent, also Wasser sucht immer nach Mineralien. Ja. Und deine Spucke ist hoch mineralisiert. Wenn du jetzt ein Wasser trinkst, was fast keine Mineralien hat, dann zieht dieses Wasser aus deiner Spucke Mineralien raus. Du trinkst das Wasser und plötzlich hast du so ein ganz komisches, trockenes Gefühl im Gaumen. So richtig so, habe ich so ein Wasser getrunken? Schmeckt mir irgendwie gar nicht. Mhm. Und das ist halt, wo dein Körper sagt, jo, sind keine Mineralien drin, warum trinkst du denn das? Oder du willst ja Mineralien im Körper haben, wie Calcium, Magnesium, Natrium, Salze, all sowas, das brauchst du dein Körper. Natürlich, die meisten Mineralien kriegen wir durchs Essen, das weiß jeder, aber Wasser, gerade Mineralwasser, kann halt verschiedene Mineralien eingebunden haben, die echt gut für deinen Körper sind. Daher der Begriff Mineralwasser, weil die Mineralien drin sind. Genau. Das hast du beim Leitungswasser nicht? Doch, beim Leitungswasser sind auch Mineralien eingebunden, aber nicht so hoch. Da wollen sie auch, die wollen auch nicht das so hoch haben, die Mineralien eingebunden, weil Mineralien haben halt keine Lust auf, wie gesagt, kleine Small Appliances. Also wenn du Wasser erhitzt, wissen wir selbst, destillieren, dann bleibt plötzlich so eine weiße Schicht am Kochtopf. Wenn du dein ich Wasser ging davon aus, dass das Kalk ist. Das ist Kalk. Also das sind die Mineralien, die eingebunden waren in dem Wasser. Also meistens Calcium. Calcium ist richtig gut für deinen Körper, aber natürlich blöd, wenn du eine Kaffeemaschine hast, da kippst du das Mineralwasser rein, das wird irgendwann verkalkt, die Maschine. Für deinen Gaumen ist Calcium halt geil. Und deswegen sagt man, Water-Softener-Systeme, also Filtriersysteme, sind halt ganz gut für Maschinen. Aber wenn du trinken willst, gutes Wasser, da sollen richtig Mineralien eingebunden sein. Also ich habe so einen Water-Softener bei mir in der Garage, der das ganze Kalk rausnimmt. Oder nicht ganz rausnimmt, weil wenn du es auf Null stellst, dann zieht der wirklich so viel raus, dass Seife nicht mehr funktioniert. Ja, ja. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Nee, also es muss Kalk vorhanden sein. Es muss eine gewisse Menge an Mineralien eingebunden sein, damit Wasser überhaupt funktioniert sozusagen. Genau, darum geht es ja.
Und das ist eben das Spannende, dass Wasser Geschmack hat durch die Mineralien, die eingebunden sind von der Natur. Und das ist eben das Geile. Dass du, bei Wein sagt man Terroir dazu, das ist der, so der Term, wie man sagt, wo kommt der Wein her, so schmeckt halt der Wein. Oder ein deutscher Riesling aus dem Rheingau schmeckt halt anders als ein Riesling aus Kalifornien. Mhm. Weil eben verschiedene Gesteinsschichten hier sind, verschiedene Sonne. Wasser, genau das Gleiche, aber kommt der Regenwasser irgendwann runter, das ist ja der Water Cycle, also jedes Wasser, was wir trinken, ist irgendwann mal im Ocean gewesen, irgendwann mal im Ice Cap gewesen und einmal irgendwann als Gas oben in den Clouds gewesen. Das ist das Geile an dem Water Cycle. Und jedes Wasser ist Billionen von Jahre alt natürlich auch. Also Wasser ist entstanden, als in dem Sinne der Big Bang hier auf dem Planeten war und der Planet hat sich gebunden, dadurch ist Wasser entstanden. Und viel Wasser ist auch gekommen von Asteroiden, also von großen... Das habe ich vor ein paar Jahren in der Reportage gehört, dass fast das gesamte Wasser aus dem Weltraum durch Asteroiden auf die Erde gekommen ist. Also total abgefahren. Irre. Also wahrscheinlich unvorstellbar. Ist manches Wasser, was du trinkst, sogar noch älter als der Planet. Das ist schon spannend. Ja, das ist schon irre. Das ist schon abgefahren. Wo wir uns kennengelernt haben, habe ich angefangen, Fidschi-Wasser zu trinken. Mhm. Weil du mir erklärt hast, dass dieses normale Wasser, was ich sonst in den Flaschen gekauft habe, was es hier in Las Vegas überall gibt, dieses Purified Water, was ganz billig ist, das ist nichts anderes wie abgefülltes Leitungswasser. Genau, darum ist es ja so billig. Und das muss man sich mal reinziehen. Es gibt hier wirklich... Aber das muss ich ja denn nicht kaufen. Nee, das ist ja das Verrückte. Und das sage ich ja immer wieder in meinen Social-Media-Posts. Und das ist das Verrückte. 60% der Wasserfirmen in Amerika verkaufen wir nichts anderes als filtriertes Leitungswasser. 60%. Und machen damit eine Kohle? Gar nicht. Genau. Das ist Wahnsinn. Smart Water, großes Beispiel dafür. Smart Water von Coca-Cola, die sind Millionen Dollar schwer, die verkaufen nichts anderes als boiled up, also gekochtes Leitungswasser. Das ist alles, was die machen zu dem. Null Mineralien da drin? Also es ist fast nichts drin. Und dann schreiben sie noch rauf, und das ist eben das Schlimme, die schreiben drauf, Electrolytes added, dann denken der Amerikaner, denkt dann, ja genial, Electrolytes, Mineralien, wichtig, brauche ich ja. Ja, die sagen aber nicht, wie viele da drin sind. Die sagen, es ist nur dazu getan, aber es kann... Ja, aber die wissen ja nicht, warum. Also das LA Tap Water hat 10-mal mehr Mineralien eingebunden und Electrolytes eingebunden als Smart Water. 10-mal mehr. Wow. Also da kannst du mal sehen, das ist eine richtige Verarsche auf gut Deutsch. Das ist einfach eine Verarsche. Leider, Coca-Cola verarscht halt ganz gerne. Das gebe ich auch zu, da bin ich auch ganz rigoros. Obwohl Coca-Cola als Getränk schon ganz geil schmeckt. Kann ja lecker sein. In den Mexican Coke verstehe ich auch. Ist sie gesund? Wissen wir alle vielleicht nicht. Man trinkt es trotzdem. Man trinkt es natürlich trotzdem. Aber zum Beispiel, es gibt ein Wasser von Coca-Cola in Deutschland. Das heißt Bon Aqua. Und das ist nichts anderes auch als deutsches Leitungswasser in einer Flasche gefüllt. Das ist das einzige richtige Purified Water auf dem deutschen Markt, wo Leute sagen, aha, guck mal, da ist ein Branding dahinter. Das ist aber nichts anderes, was Coca-Cola macht, wo auch immer die Abfüllanlage steht in Deutschland. Die haben mehrere, das sind nur eine, die haben natürlich mehrere. Die nehmen das Leitungswasser, filtrieren alles raus, packen ein paar Mineralien dazu und verkaufen es als Bon Aqua. Das hat aber nichts mehr mit einem natürlichen Produkt zu tun. Also ich würde, wenn ich in Deutschland wäre, kein Bon Aqua trinken. Weil es gibt so viele tolle, geniale Wassersorten in Deutschland und so viele, da brauche ich Bon Aqua nicht. Kurz zurück zum Fidschi-Wasser. Was ist das Besondere? Fidschi-Wasser hat ganz viel Kieselsäureerde drin eingebunden. Das heißt hier drüben Silica, der Mineral. Und das macht Wasser ganz, ganz, ganz weich im Geschmack. Ist total abgefahren. Und Fidschi hat ein TDS, also Total Dissolved Solids, der Overall Mineralgehalt. Ich trinke das wirklich gerne. Und der hat ein 222, das hat einen richtig schönen Geschmacksprofil hat Fidschi. Das ist halt ganz weich, so ein bisschen fruchtig, schon fast süßlich im Abgang. Das trinkt man auch so ohne weg. Und das ist ja auch, was Wasser soll, weil du brauchst viel Wasser, dein Körper braucht viel Wasser. Das meiste Wasser, was wir eigentlich zu uns nehmen, essen wir. Weil in jedem Essen ist auch viel Wasser drin. Also ein Blattsalat zum Beispiel, 95% Wasser. Ja, ja. Eine Oyster, 99% Wasser. Eine Cucumber, also eine Gurke, auch 95% Wasser. Also da ist unheimlich viel Wasser überall schon drin. Und viel, viel, viel Wasser nehmen wir auch durch Lebensmittel halt auf. Aber wir sollten ja auch Wasser trinken. Und trink doch lieber ein Wasser, was dir schmeckt, als ein Wasser, was dir nicht schmeckt. Weil dann trinkst du ja mehr. Was empfiehlst du denn Leuten, die jetzt sagen, okay, Fidschi-Wasser, die sagen, ey, das ist ja schweineteuer, ja, das ist da, ey, warum soll ich mir jetzt da eine Flasche für einen Dollar oder für einen Euro holen? Nein, das muss ja auch gar nicht. Ich sag, gerade wie gesagt, die meisten Zuhörer, die wir heute haben, sind aus Deutschland. Ja. Geht in euren Supermarkt, kauft 5, 6, 7 verschiedene Wasser, stellt die Seite an Seite, packt euch 5, 6 Gläser hin und trinkt die mal alle nebenbei. Und nicht einkühlen, gar nichts, sondern einfach nur Wasser A, B, C, D, E, F, G, einfach mal durcheinander trinken.
Und dann wirst du nämlich plötzlich merken, upsi, was hat der Geschmack? Ja. Weil wenn ich heute Evian trinke und morgen Fiji, dann merke ich vielleicht den Unterschied nicht. Das stimmt. Wenn ich sie beide nebeneinander plötzlich habe, werde ich sagen, oh, guck mal, Evian hat so eine leichte Bitternis im Abgang, das hat Fiji halt nicht. Und manche Leute mögen diese Bitternis. Mhm. Meine Frau findet Bitternis total genial, die mag halt Evian. Ist das diese gelbe Flasche? Evian ist eine durchsichtige mit so einem leichten pinken Label. Okay. Evian. Von Frankreich. Von Evian Labon heißt das Spa-Town, wo das herkommt. French Alps. Schönes Wasser. Und das würde ich mal empfehlen. Einfach mal verschiedene Wasser mal durchprobieren und dann findet dein Wasser, was du am meisten magst. Weil es gibt nicht das beste Wasser. Also das ist ein Myth. Mhm. Es gibt nicht das beste Wasser, es gibt nicht das beste Auto, es gibt nicht das beste Steak. Das ist ja alles... Ja, der eine findet Golf cool, der andere den 3er BMW. Oder? Und das ist doch okay. Ja, ist auch okay. Wäre schrecklich, wenn wir alle die gleiche Autofirma gut finden würden. Genau. Oder wir beide mögen halt Porsche gerne. Und das ist ja auch okay. Oder wir fahren halt gerne Porsche. Aber das heißt noch lange nicht, dass jetzt Porsche besser ist als BMW oder Audi. Ja. Ich komme von Audi. Ich fand Audi immer toll. Ich habe einen A4 gehabt, ich habe einen TT gehabt. Ich bin aber sehr zufrieden mit dem Porsche. Ja, das glaube ich dir auch. Ich bin von Kia umgestiegen. Das ist mal eine ordentliche Welt. Das sind natürlich auch leichte Unterschiede, da würde ich sagen, ja. Nein, aber wie gesagt, das ist, jeder soll für sich das selbst entscheiden, was er meint, was das beste Wasser ist. Dementsprechend, ich weiß, das ist immer die erste Frage, die ich bekomme. Martin, was ist jetzt das beste Wasser? Es gibt nicht das beste Wasser. Das beste Wasser ist das Wasser, was du am liebsten magst. Ja. Du bist ja nicht nur einfach... Du hast das mit Wasser gemacht, sondern du hast hier einen richtigen Namen hier gemacht in den USA. Das ist eine richtig große Nummer, die du hier... Ich muss das mal so sagen. Du lachst da, ich finde das mega geil. Ich muss das wirklich... Du wurdest bei den Simpsons gezeigt. Du hast deine eigene Simpson-Figur. Ja. Ja, das sagt ja so bescheiden. Ja, das ist... Ja, schon recht lustig gewesen. Du warst in Talkshows, sowas wie hier die... Conan O'Brien, wie die Harald-Schmidt-Show und so. Genau, ne? Ja. Ja, es ist verrückt. Also das, und das, ich gebe auch zu, das ist wirklich per Zufall. Wie gesagt, ich habe das in Berlin angefangen. Ich habe in Berlin gemerkt, Mensch, das interessiert mich auch, das Thema Wasser. Das war für mich einfach spannend. Hm. Und habe auch gemerkt, die Resonanz meiner Gäste, die fanden das einfach auch toll. Die haben gesagt, weißt du was, irgendwie ist es cool, dass du sagst, komm, es gibt halt Millionen von Menschen, die eben keinen Alkohol trinken möchten, warum wollen wir nicht eine Auswahl mit Wasser auch machen? Und ich finde das auch gleich, das ist ja irgendwas für mich auch mit Gleichberechtigung zu tun. Ich finde es einfach nicht okay, dass Leute, die eben kein Alkohol trinken müssen, werden schon fast so, wie du trinkst keinen Alkohol heute. Hm. Du wirst ja, also hier auch, oder auch in Deutschland oft, du wirst ja schon fast außen vor gelassen, wenn du keinen Alkohol trinkst. Und das ist nicht okay. Ich trinke null Alkohol. Ja, und es ist auch nicht fair, wenn Leute sagen, du bist ja eine Spaßbremse, du trinkst keinen Alkohol. Was hat denn das damit zu tun? Ja, ja. Und sowas riecht mir richtig auf, oder? Das ist einfach nicht okay. Wenn du keinen Alkohol trinken möchtest, möchte ich keinen Alkohol trinken. Und das muss man doch respektieren. Ja. Ja. Und darum, für mich war es halt wichtig, diese Gleichberechtigung zu zeigen in der Gastronomie. Darum Wasserkarten. Und es gibt natürlich auch immer wieder Leute, die sagen, du hast eine Raffel, das ist total bekloppt und ist doch eh alles das Gleiche. Ja klar, das sind natürlich die Leute, die in meinen Augen durstig sind, die haben noch nie richtig Wasser getrunken. Die haben sich halt noch nie darüber Gedanken gemacht und lass die halt denken. Mein Gott, ist mir doch egal. Hast du in Deutschland schon eine Wasserkarte kreiert? Ja klar. In dem Hotel, wo du gearbeitet hast? Ja, das war 2005, da habe ich angefangen. Da habe ich eine Wasserkarte kreiert, dann habe ich 2008 ein Buch geschrieben. Die Welt des Wassers, ein deutsches Buch, kann man bei Amazon noch bestellen. Okay. Und hab dann auch in den Medien war ich schon in Deutschland. Also war RBB, hat mich ein paar Mal schon gehabt und dann SWR bin ich eingeflogen worden. Nach Stuttgart habe ich gedreht mit denen. Also ich hatte in Deutschland auch schon so eine gewisse Medienpräsenz in Deutschland bekommen. Aber es war halt 2005 bis 2010. Ich bin 2011 ausgewandert. Und hab dann 2010 bin ich zertifiziert worden von dem Deutschen Mineralbrunnenverband. Die haben mich zertifiziert als Mineralwasser-Sommelier. Also ich bin zertifizierter Mineralwasser-Sommelier. Ich bin nicht nur einfach... Nicht nur Blabla, sondern... Der hat sich nur den Namen gegeben, sondern nein, ich bin echt zertifiziert. Und war dann 2010 im Urlaub. Hier in Los Angeles und in Las Vegas. Mit meiner jetzigen Frau. Und ich habe hier schon mal gelebt. Also in Los Angeles habe ich schon mal gelebt. Von 99 auf 2000, 2003 auch schon mal. Habe für den deutschen Gastronom Joachim Spichal gearbeitet. Der deutsche größte Gastronom. Den kennt in Deutschland aber keiner. Der ist aber der größte Gastronom Deutschlands. Der hat über 60 Restaurants gehabt. Hat er jetzt alles verkauft? Der hat jetzt ein Weingut in Frankreich. Der produziert gut richtig, gehen. Der produziert einen richtig genialen, tollen Rosé und Rotwein und Weißwein. Aber ich treffe mich ab und zu mit ihm und ein ganz lieber. Kommt aus Speichingen, aus dem Schwarzwald. Und der ist also riesengroß hier drüben. Der ist so Celebrity-Chef. Und der hat mich halt immer wieder rübergeholt. Und dann war ich 2010, wie gesagt, hier im Urlaub.
und wollte an den Nancy, meiner Frau, einfach nur mal zeigen, so, hey, guck mal, das ist Vegas, das ist Los Angeles, hier habe ich mal gewohnt, ja, so und so. Bin dann zurück nach Berlin und habe dann irgendwann gemerkt, so, oh, jetzt kriege ich die Hummel in den Hintern. Ich merke so irgendwie... Du musst was verändern im Leben. Ich muss was verändern im Leben. Irgendwie hat das Spaß gebracht, wieder Las Vegas und Los Angeles zu sehen. Mhm. Und ich bin auch so ein Sonnenkind. Ich habe auf Mallorca gelebt. Ich mag gerne die Sonne, gebe ich auch zu. Und Berlin, ich liebe Berlin, so eine tolle Stadt. Und ich habe da auch super gerne 6 Jahre lang gewohnt. Hast aber nicht viel Sonne. Nee. Ich bin Berliner. Nee, da gibt es gar nicht viel Sonne. Und das war für mich so irgendwo so, wie auch so, ich muss mein Leben nochmal ändern. Und ich werde es auch nie vergessen, René. Ich stand in der Müllerstraße in dem Real in Wedding. Ja. Da stand ich im Januar 2011. Und das hat geregnet, Graupelschauer draußen, so richtig klassisches Berliner Wetter. Grau in Grau für die nächsten 9 Monate sozusagen. Hast ja jeden Tag so. Nein, ich stehe da mit meinen paar Sachen, die ich einkaufe, und vor mir stand ein Typ, der hat ein Cappy aufgehabt, ein älterer Herr, da stand Santa Monica Pier drauf. Dann habe ich den angeguckt und habe draußen das Wetter gesehen, habe meine 5 Sachen, die ich kaufen wollte, gesehen. Und fragst dich, was mache ich hier? Was mache ich hier eigentlich? Mhm. Und habe dann just in dem Moment Nancy angerufen und gesagt, Nancy, wir wandern aus. Das ist jetzt mein Sign, wir wandern aus. Und habe dann den Joachim Spücher angerufen und habe gesagt, hör zu, Joachim, ich war ja im Urlaub jetzt vor einem halben Jahr wieder in Los Angeles, mir hat es so gut gefallen, ich möchte auswandern. Wie sieht's aus? Er sagt, klar, logisch, ich würde dich gerne wieder bei meiner Company haben, voll Bock drauf. Ich habe gesagt, pass mal auf, ich mache mit Wasser sehr viel, ja, in Deutschland mittlerweile. Das wäre auch eine coole Aktion für die Patina-Gruppe, also das ist die Gruppe, die auch im Schwieger gegründet hatte. Können wir da Wasserkarten machen, das ist eine coole Sache, gerade in Los Angeles, warm, Celebrities, die trinken noch alle Wasser, warum nicht? Und er sagt, ja, geile Idee, komm. Ich den Rechtsanwalt angerufen und er so, Mensch Martin, du warst schon 2 Mal hier drüben, das wird jetzt ganz schwer für dich ein Visum zu bekommen. Wegen Visum, ja, wollte ich gerade fragen. Das wäre ja ganz schwierig, ich hatte ein J1 und ein H2B-Visum gehabt. Am zweiten Mal. Er sagt, das wird ganz schwierig. Du musst irgendwie ein College-Degree oder sowas haben, also zur Schule gehen. Ich sage, nee, also ich gehe jetzt nicht wieder zur Schule, oder? Das hat sich erledigt. Ich sage, da war ich 35, als ich ausgewandert bin, oder 34. Ich sage, das meine ich. Und er sagt, aber pass mal auf, was du da machst mit dem Wasser, das ist ja super cool. Hast du da auch schon so Medienpräsenz? Ja, überall war ich schon. Deutsche Fernsehen, ja? Ja, klar. Ich sage, schick mir das mal alles rüber. Na naja, gut. Er so, er hat sich das alles angeguckt. Der rief mich einen Monat später an, ich sage, pass mal auf Martin, wir machen ein O-1-Visum für dich. Und O-1 bedeutet? O-1 Extraordinary Ability Visum. Das ist also das Albert-Einstein-Visum. Für besondere Fähigkeiten. Das heißt, wenn du musst, also die Regularien sind ganz heftig. Also ich habe mir das dann angeschaut, ich habe gesagt, hallo, das geht doch nicht. Wir reden hier über Wasser und ich rede über Martin Riese, der einen Realschlafschuss hat. Weil das ist wirklich, also das O-1-Visum ist für die Leute, die Wenn du, sagen wir mal, im Sportbereich bist, dann musst du Olympiasieger sein. Sowas wie Arnold Schwarzenegger oder genau, solche Sachen. Wenn du ein Schauspieler bist, dann solltest du einen Oscar gewonnen haben oder einen Golden Globe oder sowas. Ja. Dann bist du O-1 Potential. Okay. Das ist bei denen so, du bist am Ziel deines Professions erreicht, da du dann ein Benefits dem Government Amerika geben kannst. Dann holen sie dich rüber als O-1. Du musst also wirklich, the top of the top nennt sich das. Ganz schwer. Nur 2% aller Visas bin ich, sind O-1s. Nur 2% von allen Visas. Und die Nummer ist durchgegangen? Und die Nummer ist nach 6 Monaten durchgegangen. Wow. Ich bin 400 Seiten Petition war das. Mhm. Das war eine Wahnsinnsarbeit. Also wie Leute, die immer glauben, ach, auswandern, ja, das kann ich auch. Ja, ich kenne das von meinen Investoren. Das sind 100 Seiten. Nee. Das ist nicht so einfach. Das hat unheimlich lange gedauert. 6 Monate hat das gedauert im Ganzen. Immer wieder jeden Tag Conference Calls mit den Lawyers gehabt. Wieder da noch was verändert in der Petition. Dann wurde ich gebrieft, weil ich musste ja dann ins Konsulat nach Berlin, bin ich. Interviewtermin. Und er hat auch gesagt, naja Martin, jetzt pass mal auf. Erstens, O-1 haben sie ganz selten. Also bist du bei denen schon sowieso so, wer kommt da denn jetzt an, weil das ist O-1-Visum. Ja. Zweitens, O-1 wegen Wasser? Das gab es noch nie. Ich bin der Erste, der das macht. Das gab es noch nie in der Geschichte Amerikas, gab es noch nie, dass jemand ein O-1 bekommen hat wegen Wasser. Und das gab es danach auch nie wieder. Was habt ihr da reingeschrieben? Du willst hier Wasserkarten machen? Oder? Das war Wahnsinn. Also das war ja, wie gesagt, 400 Seiten Petition. Das waren alle Sachen, die ich natürlich gemacht habe. Credentials, alles, was ich in Deutschland schon gemacht habe. Da musste ich Briefe von Amerikanern haben, die gesagt haben, wir brauchen ihn hier drüben. Der würde ein Benefit sein zur Society. Also das war ein Wahnsinnsakt, war das. Das war ein Wahnsinnsakt. Einerseits ganz cool, dass die Amis sich keine Assis reinholen. Ja, natürlich. Ich finde es auch richtig. Ja. Natürlich, harte Regularien, aber
hat ja Sinn gemacht. Darum finde ich diese Lotterie auch so ein bisschen komisch. Ich verstehe den Sinn und Zweck eigentlich gar nicht einer Green Card Lotterie. Nicht, wenn sie es auf der einen Seite so schwer den Leuten machen, ja, aber auf der anderen Seite Leute reinholen, kannst du eine Lotterie gewinnen und plötzlich hast du eine Green Card und kannst hier sofort reinmarschieren. Und weißt aber gar nicht, was du hier machen willst. Und sag mal so, ich freue mich ja für die Leute, die es kriegen. Ja. Ganz im Gegenteil. Also für alle, die jetzt sagen, was Martin, was ist denn das jetzt? Ich sage, natürlich freue ich mich für die Leute, die es kriegen. Aber irgendwo stimmt das Verhältnis ja auch nicht. Ja. Ich habe da wahnsinnig viel Geld auch reingebuttert in meinen Oberon-Visum. Das kostet ja auch richtig Geld. Mhm. Das ist ja nicht mal so nebenbei. Wir machen das mal, überleg mal, 6 Monate Lawyer. Also was das kostet. Ja. Also für die alle auch, die auswandern wollen, ihr müsst, ich habe mindestens $50,000 auf dem Konto gehabt, die ich einfach mal so mit hatte. Damit vorher brauchst du ja gar nicht anfangen. Damit ich überhaupt mal starten kann in diesem Land. Du kriegst hier keinen Kredit für ein Auto. Genau, gar nichts. Nix. Nein. Keiner wartet auf den Deutschen. Nee. Hier wartet keiner. Also, und ich bin öfter ja auch im deutschen Fernsehen jetzt mal wieder gewesen, so wie Hallo Deutschland warst du ja auch. Ja. Super Produktion, ich bin immer wieder happy mit Hallo Deutschland, das sind ganz liebe Leute. Ich war auch Pro7, TAF. Auch das Produktionsteam. Ja, die sind spitze. Ganz großes Lob an der Stelle. Ja, und ich sag's immer wieder, auch in den Reportagen, ich sag, da wartet keiner auf uns. Mhm. Wir haben so viel, wir müssen so viel arbeiten und immer wieder zeigen, warum wir hier sind. Hier ist nicht so, na, der hat's ja geschafft, kann ich auch. Ja, dann nee, mach's. Ja, aber du musst fleißig dann sein. Dann mach, ja. Du musst aber arsch viel dazu geben. Aber wie gesagt, ich bin dieses O1, habe ich denn tatsächlich bekommen. Bin denn hier rüber. Was haben die denn bei der Botschaft gesagt? Das war recht lustig. Also, die haben mich nur angeguckt. So, you're the water guy, ha? Huh? Sie fanden es lustig. Und dann haben die wirklich... So haben die dich begrüßt. Ja, ja, die haben sofort, die wussten natürlich auch, wer ich bin. Die bereiten sich ja auch vor. Ja. Für O1-Visums, da bist du mal. Das ist ja nicht so, dass du reinmarschierst und die wissen nicht, wer du bist. Und du bist auch genau, wer ich bin. Aber das Interview war ehrlich gesagt ganz entspannt. Das war ein 10-Minuten-Ding. Die haben einfach nur gefragt, du hast ein Buch geschrieben, ja und so, ah, ist interessant und so, was willst du in Amerika machen? Die wollen eigentlich mehr wissen, was willst du hier drüben machen? Klar. Und warum willst du eigentlich hier nach Amerika? Und wenn ich denen gesagt hätte, ja, ich finde es hier drüben toll, ich will in der Sonne liegen, hätte ich gesagt, ja, klar. Viel Spaß. Auf Wiedersehen, ja. Schönen Tag noch. Ja. Geh mal zurück nach Berlin in deine Chausseestraße. nein, aber du musst halt natürlich denen auch beweisen, warum du in Amerika sein willst und dass du eben auch hier Gast geben willst. Und dann lassen sie sich auch rein. Was auch richtig ist. Wie lange ist das gültig? So ein... Na, mein O1 war eigentlich für 5 Jahre. Ja. Hab dann das O1 bekommen. Ich bin dann hier rüber. Nancy ist dann mit einem H1B-Visum hier rüber. Weil sie erst über dieses O1, hätte sie mit rüber können. Wir hätten aber verheiraten müssen. Wir waren nicht verheiratet damals. Okay. Sie hätte mit rüber können, aber sie hätte nicht arbeiten dürfen. Und meine Frau findet das nicht cool, zu Hause nur zu sitzen. Hause hängen, ja. Da steht sie nicht drauf. Die will auch arbeiten. Sie ist dann mit rüber als Tourist erstmal. Wir haben für sie einen Job gefunden, wir brauchen einen Sponsor. Wir haben zum Glück einen Sponsor gefunden, einen Hotelsponsor. Den hat sie dann eben in dem Sinne gesponsert und sie konnte dann hier rüber auf ihrem H1B-Visum. So, und dann war es nach 1,5 Jahren. Ich habe meine Wasserkarten angefangen zu kreieren. Das ging auch plötzlich dann los, und was du ja schon gemeint hast, medienmäßig. Das war Wahnsinn. Also das war... Das ist sehr interessant, weil du hast die erste Karte kreiert und dann kam der erste Fernsehsender auf dich zu. Genau. Und dann ist das durch die Decke geschossen. Das war wirklich das. Und das war, das hat Amerika. Das ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das sage ich auch immer wieder. Das wäre in Deutschland, sage ich immer wieder meinen Eltern. Ich rufe einmal in der Woche mit meinen Eltern, telefoniere ich. Hm. Und ich sage immer wieder, das wird es nicht in Deutschland geben. Ja, das sind andere Dimensionen. Das sind andere Dimensionen. Das ist halt alles größer hier. Klar, hier wohnen auch 380 Millionen Menschen. Das ist natürlich eine viel größere Masse, die du hier erreichen kannst, als wenn du in Deutschland 80 Millionen hast. Ja. Und ich liebe Deutschland. Ich bin auch froh und ich bin auch stolz, Deutscher zu sein. Sag mal, wie kannst du stolz, Deutscher zu sein? Das darf man ja nicht sagen. Du bist doch deutscher Staatsbürger? Ich bin deutscher Staatsbürger, ja. Und ich bin auch stolz, Deutscher zu sein. Ich finde Deutschland einfach geil. Ich bin auch froh, Deutscher zu sein. Oder? Und ich weiß, viele sagen, wie kann man sagen, stolz und deutsch? Ich habe ein gesundes Nationalbewusstsein in meinen Augen. Und da bin ich auch stolz drauf, dass ich Deutscher bin. Oder da muss man, das hat nichts mit rechtsradikal zu tun, ganz im Gegenteil. Weil ja, man wird gerne in die Ecke gedrängt. Das ist und ja das würde ich auch nie. Natürlich war Adolf Hitler furchtbar und schrecklich und terrible und sowas würde ich nie im Leben unterstützen. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich nicht stolz auf mein Land sein darf. Ja. Oder ich bin stolz auf mein Land. Ich habe das öfters bei meinen Stadtrundfahrten, dass wenn wir so durch die Wohngegend durchfahren, die Ami-Flaggen draußen hängen im Garten und wo dann selbst, ja, und wo dann selbst aber meine Kunden sagen, in Deutschland ist das undenkbar, außer, ja, du, und hast, schade. Und du hast außer du hast EM oder WM. Und da sage ich, ja, das ist halt, man hat euch den Stolz genommen. Ja, das ist halt, irgendwo schade ist das. Jedes Land sollte seinen Stolz haben. Genau, finde ich auch. Und jedes Land hat es auch. Außer Deutschland. Wir haben natürlich auch viel Mist gebaut, zweimal. Gut, aber was kannst du dafür? Was kann ich dafür? Genau. Was können deine Eltern dafür? Und das sage ich genauso. Mein Job als Deutscher heutzutage ist natürlich darauf aufzupassen, dass sowas nie wieder passiert.
Das ist unser Job als Deutscher heutzutage. Was ich aber auch wiederum cool finde, Deutsche sind hier gut angesehen. Da hast du recht. Das ist, du kommst immer sofort ins Gespräch, selbst im Fahrstuhl, wo du herkommst, Germany, und die haben immer was mit Deutschland zu tun. Ist dir das mal aufgefallen? Ja, ja. Und selbst wenn es nur der deutsche Schäferhund ist, den sie hatten, aber der Mann war in, weiß ich wo, stationiert, in Rammstein, und ja, das ist schon, oder die Oma kommt aus Heidelberg. Ich habe es auch schon ganz oft gehabt, ich werde so ab und zu mal von der Polizei angehalten, weil ich halt ich fahre halt ein Auto, was ein bisschen schneller fährt, und irgendwie, ich weiß nicht warum, es fährt tatsächlich auch immer schneller. Naja, und die halten mich dann ab und zu natürlich deswegen an, aber bis jetzt immer sagen sie, cooles Auto, bist du Deutscher? Wie cool ist das? Ich habe noch nie ein Ticket gekriegt. Weil die es einfach cool finden dann. Du bist dann irgendwie Deutsch. Ich bin natürlich auch dann super nett zu denen. Ich habe gesagt, weißt du was, ich habe Mist gemacht, ich bin wirklich Leiter, Officer. Ich bin auch nett zu denen. So musst du auch rüberkommen. Genau. Mir haben sie schon gesagt, this is not a German Autobahn. Genau. Das ist, weil die ganzen genau wissen, dass wir kein Speed Limit haben. You're absolutely right. And I'm so sorry about that. Und dann freuen die sich auch. Und dann haben die auch ihren Spaß. Ja. Und dann finden sie es auch cool. Ja. Bloß wenn du natürlich gleich sagst, was willst du von mir? Ja, dann bist du gleich dran. Ja, klar. Aber das ist, und da bist das du mehr dran wie in Deutschland. Oh, da bist du richtig dran sogar hier. Aber da bist du gleich auf allen Vieren. Also da kannst du froh sein, dass du dich nicht tasern und auf den Boden hauen. Genau, darum ja. Nein, aber wie du es so richtig sagtest, um das Thema Wasser wieder zurückzugehen. Ich habe diese Wasserkarte 2012 kreiert. Da haben wir eine Pressemitteilung ausgeschickt. Und eine Woche später war das National News. Da war Good Morning America, einer der größten Morning-Shows, hat mich besucht im Restaurant. So denn, Frühstücksfernsehen? Ja, denn Conan O'Brien, 2 Wochen später war ich an der Conan O'Brien-Show. Ziel Guest, nicht einfach mal so ein Bild gezeigt von mir, nee. Du saßt da richtig auf dem Sessel? Ich saß auf dem Sessel, hab 10 Minuten lang Simon Peck neben mir, der Schauspieler, hat mit mir Wasser getrunken. Und ich so, das war meine erste Fernsehsache in Amerika. Gleich mal Conan O'Brien. Und das war eine Lust. Man kann es bei YouTube immer noch sehen, es ist hilarious. Du packst ihn natürlich weg, es ist natürlich Entertainment. Ja. Du lässt dich da schlapp. Und das ging dann wie so ein Schneeballeffekt. Dann kam da die Media, dann da die Media, dann kam da die Media. Und mittlerweile ist es so weit, wie gesagt, auf Netflix, auch in Deutschland kann man mich zweimal sehen. Du bist auf Netflix. Ich bin auf Netflix in 2 verschiedenen Shows zurzeit, auch in Deutschland zu sehen. Hab sogar meine eigene Synchronstimme mittlerweile in Deutschland. Das war interessant. Das ist natürlich total lustig, weil... Du sprichst Englisch, du machst das alles auf Englisch hier? Ich mache natürlich alles auf Englisch. Und das deutsche Netflix, ob sie es nicht gemerkt haben, dass ich Deutscher bin, oder natürlich ist es auch zu teuer wahrscheinlich für die, sagen, wir rufen jetzt nicht Martin an, der soll sich selbst synchronisieren, sondern ja, da hat mich jemand selbst, also meine Stimme ist nicht mehr drin, sondern ein anderer Deutscher synchronisiert mich, obwohl ich Deutscher bin. Boah. Das und war lustig. Und du warst jetzt erst vor kurzem in Deutschland, vor 2 Monaten, und hast es selber dort gesehen. Ich habe selbst da gesehen und habe dann auch einen TikTok gemacht darüber, weil ich es einfach nur lustig fand. Und das war einfach nur witzig. Aber wie du schon sagtest, von Simpsons angefangen über National Geographic, die mich nach China begleitet haben, eine Wahnsinnskombination gedreht haben über mich. Und kann man auch mal YouTube sehen auf dem National Geographic Channel, wo ich den Wasser trinke. Das ist schon wirklich beeindruckend. Das geht weiter und weiter und weiter. Und nicht nur USA, sondern wie du gesagt hast, weltweit. Hallo Deutschland. Du warst ja 2-mal bei Hallo Deutschland? 3-mal schon. 3-mal schon. 3-mal Hallo Deutschland. Goodbye Deutschland war ich einmal zu sehen. Dann habe ich bei TAF war ich schon, ProSieben. RTL Explosiv war ich schon 2-mal. Also die deutschen Medien sind immer mal wieder. Jetzt war ich gerade beim Gong Radio in München, die hat mich angerufen letzte Woche, da war ich dann live. Okay. Hab dann kurz mal übers Telefon das gemacht, das war echt lustig, morgens um 6 Uhr oder sowas. Mm. Das ist dann, die Zeitverzögerung ab und zu ist ein bisschen blöd. Wir haben 9 Stunden Zeitverschiebung, ja. Das ist. Aber es bringt ja auch Spaß und es ist ja auch schön. Und für mich ist das Thema Wasser auch nicht nur rein zum Trinken nur noch da, sondern ich gebe auch zu, natürlich mit meinem Stellenwert, ich habe gemerkt, dass ich eine gewisse Influenz jetzt hier habe in Amerika. Mm. Und diese Influenz möchte ich auch nutzen, um generell den Leuten so ein bisschen zu zeigen, guck mal, du agierst mit Wasser jeden Tag, oder? Jeden Morgen wäschst du dir die Haare, jeden Morgen wäschst du dir deine Zähne, jeden Morgen gehen wir auf die Toilette. Also wir benutzen ja Wasser jeden Tag. Und du verkaufst ja kein Wasser, das heißt, du drehst den Leuten ja nichts an. Nö, überhaupt nicht. Es geht rein nur darum, um einfach mal ein bisschen drüber nachzudenken, was du mit Wasser eigentlich machst. Darum geht es mir eigentlich. Das ist mir viel wichtiger. Wie verdienst du dein Geld? Hier in den USA? Ich verdiene mein Geld mit mehreren Sachen. Ich arbeite weiter in der Gastronomie oder Hotellerie. Also ich bin im Managementbereich in der Hotellerie und Gastronomie. Damit du hast auch ordentliche Gäste da, ne? Jojo. Ich habe jetzt Leonardo DiCaprio war jetzt vorher. Wir haben letzte Mal telefoniert. Ja, ja. Nee, wir haben Sprachnachrichten per WhatsApp gesendet. Genau. Und du sagst, der Leo sitzt gerade bei mir auf der Terrasse. Ja, da haben wir noch ein Foto. Kannst du mir mal zeigen. Ja. Der spricht auch ein bisschen Deutsch, ne? Ja, das war echt lustig, weil... Also normalerweise redet man ja nicht über seine prominenten Gäste. Ich habe wirklich er schon ja nicht. Gehabt. Er wird es ja nicht hören. Und er war auch wirklich... Er ist unheimlich sympathisch gewesen. Ein ganz, ganz, ganz lieber und netter Mensch. Ich habe auch schon andere Prominenten gehabt, die nicht so nett waren. Da sage ich jetzt aber nicht, wer das war.
war aber eine deutsche Celebrity, die hier drüben auch ganz groß ist, war ein Mädel und die gefiel mir gar nicht. Okay. Die war hochnäsig, hoch 5. Brauche ich nicht, sowas. Da kann man zumindest nett sein. Das Problem zumindest ist, sagen, so Mensch. Wissen alle nicht mehr, woher sie kommen. Ja, aber der Leonardo DiCaprio, wirklich einer der größten Schauspieler unseres Planeten gerade, das muss man ja auch mal so sehen, der ist wirklich so erfolgreich. Also da gibt es nicht, das ist wirklich A-List. Da gibt es nicht B oder C, das ist ja A-List Celebrity. Ja, ja. Ein unheimlich netter Mensch und er saß, wie gesagt, bei mir und hat dann Pommes bestellt. Und ich natürlich als Deutscher, naja, Pommes-Schranke, da gibt es ja Mayonnaise und Ketchup natürlich als Deutscher, oder? Und ich bin dann dahin mit den Pommes, habe ihm die serviert und habe ihm erst den Ketchup hingestellt und habe ihm dann aber Mayonnaise hingestellt, habe ihn dann angesehen und gesagt, naja, Leo, ich weiß, du hast ja deutsche Wurzeln, ich dachte, vielleicht hast du ja Bock auf Mayonnaise. Und natürlich auf Englisch das Ganze. Ja. Der guckt mich an, you read my mind, oder? Also du hast tatsächlich meine Gedanken gelesen, wie geil ist denn das? Ja. Und das ist natürlich schön, das sind so Situationen, da überfreue ich mich dann auch drüber. Kannst du mit dem auf Deutsch reden? Versteht er dich? Nein, das glaube ich nicht. Ich rede meistens mit den Prominenten alle auf Englisch. Ich habe auch Christopher Waltz. Auch mega Schauspieler. Hammer, ne? Hammer Schauspieler. James Bond und so. Ja, und ich kenne ihn persönlich. Ich habe den ganz oft schon bedient. Er fragt mich immer, na Martin, wie geht's mit dem Wasser? Also wenn ich ihn sehe und mit dem rede ich auch nur Englisch. Okay. Das ist einfach so, das ist... Spricht der so wie im Film? Der spricht genauso. Der ist auch so wie im Film. Der ist krass, oder? Der ist so wie im Film. Der schauspielert in dem Film nicht. Der ist so. Der ist so? Ja, der redet so, der begibt sich so, der grinst sich so an. Das ist abgefahren. Aber ein unheimlich netter Mensch. Wahnsinn. Ein super netter Mensch. Kommt immer mit seiner Familie. Super relaxter Typ. Super relaxed. Der hat es auch mal richtig geschafft, ne? Ja, toll. Ich freue mich über solche Leute ja dann auch. Ich finde das klasse. Ja, da gibt schon einige hier. Und der hat ja auch, der kommt ja aus ganz kleinen, komischen Verhältnissen. Der hat ja in Deutschland Roy Black und sowas gespielt. Der hat ja wirklich, also der hat ja nun ganz komische Sachen gespielt in Deutschland. Und dann durch eine Sache, das muss man sich mal vorstellen, hat er ja irgendwie, hat ja dann scheinbar Quentin Tarantino den gesehen und hat drüber geholt. Und jetzt ist der super Megastar hier. Zweifacher Oscar-Gewinner. Alles Zufall. Als Österreicher. Alles Zufall, aber du musst die Chance greifen. Das ist es. Ja, die Chance greifen und halt viel arbeiten. Darum komme ich auch wieder zurück. Also, und aber auch durchziehen. Genau. Und das sage ich immer wieder auch unseren Hörern heute. Leute, wenn ihr auswandern wollt, klar, macht es. Ich finde das super, aber ihr müsst unheimlich viel Mut haben. Aber egal welches Land, es hat jetzt nichts mit Amerika generell, zu tun. Da, wo ihr euch wohlfühlt. Ihr braucht Mut natürlich, ihr braucht Stehvermögen. Und wir reden jetzt nicht über 18, sondern das Stehvermögen natürlich über das auch durchzuziehen. Und ihr braucht eine gewisse Kohle. Also glaubt nicht, dass ihr irgendwo auswandern könnt mit 5 Euro in der Tasche. Also da gibt es ja so ein großes Sendeformat in Deutschland, ich sage jetzt nicht den Namen, aber die freuen sich natürlich, wenn man mit 4.000 Euro in irgendein Land auswandert, wo man nicht die Sprache spricht, wo das Visum nicht funktioniert und ich mache da eine Cocktailbar auf und wundere mich, dass es nicht funktioniert. Das ist aber natürlich auch das, was die denn teilweise sehen wollen, weil das macht die Runde. Es wird ja, diese Leute werden ja in dem Sinne nur einfach nur vorgezeigt. Und das ist gemein. Und das ist schlimm. Logisch ist das. Und das ist nicht okay. Und ich habe auch schon ab und zu deutschen Formaten auch schon mal Nein gesagt. Die drehen wollten mit mir. Und dann kam plötzlich der Produzent und fragte so, na, wie ist es denn so, Martin, wenn du und Nancy sich streiten? Und das ist für mich ein absolutes No-Go schon gleich da. Ich sage, wisst ihr was, das hat euch überhaupt nicht zu interessieren. Erstens habe ich ein super Verhältnis zu meiner Frau. Wir streiten uns nie. Ich habe wirklich Glück mit meiner Frau. Ihr streitet euch nie? Nö, weil sie hat die Hosen an und ich mache einfach das, was sie will. So läuft es. Zumindest bist du ehrlich. Das ist so ganz entspannt, das Leben, oder? Also kann jedem Mann nur sagen, ist ja, wenn da du anfängst... Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wenn du anfängst, mit deiner Frau zu diskutieren, seid ihr einfach blöd. Also, das ist viel entspannter, das Leben einfach zu sagen, ja, mein Schatz, und das irgendwie so hinzukriegen, und dann läuft das. Das ist viel entspannter. Vielleicht sollte ich die Nummer mal so angeben. Ach, das ist doch alles... Ich habe gar keinen Bock auf den Stress zu Hause. Wozu? Ich habe ja schon Stress im Job, dann muss ich nur Stress zu Hause haben. Nein. Ja, zurück zum Job. Du arbeitest... Genau, wie verdiene ich mein Geld? Ja. Also ich arbeite in der Hotellerie und Gastronomie, ich bin im Management, habe meine eigene Firma, die heißt Martin Riese LLC. Ich mache Consulting sozusagen für Firmen, damit verdiene ich Geld. Und das Wasserthema verdiene ich mit mehreren Sachen Geld. Einmal durch die Medien, also wenn ich drehe mit Medien, kriege ich auch Geld dafür. Das ist also nicht immer nur umsonst, manchmal drehe ich auch umsonst, das kommt immer das Budget an. Du fliegst jetzt? Ich fliege jetzt nach Florida, genau. Und danach nach New York und dann geht es noch irgendwann nach Vegas mal wieder. Und ich darf zwar nicht sagen, für welches Wasser ich da Werbung mache. Oder Werbung. Die haben mich als Brand Ambassador angestellt und haben gesagt, Mensch Martin, wir haben ein neues Wasser, kommt auf den amerikanischen Markt und wir würden ganz gerne dich haben, der das vorstellt. Und das mache ich doch natürlich gerne. Und da mache ich auch so... Du hast es aber vorher getestet. Du machst das nicht wegen der Kohle, sondern ich habe dich ja im Vorfeld gefragt, machst du das, weil du jetzt Kohle kriegst oder weil das Wasser gut ist? Ich habe ganz oft zu ganz vielen Firmen auch schon Nein gesagt. Zum Beispiel Smartwater, kann ich auch einfach mal sagen.
die haben mir Geld angeboten. Die wollten, dass ich in Deutschland als Deutschland-Smartwater auf den Markt schmeißen wollte, haben die mich angefragt, ob ich das machen möchte. Da habe ich gleich gesagt, nein, mache ich nicht. Und die haben mir gesagt, wir haben noch gar nicht über Geld geredet. Ich sage, das interessiert mich auch nicht. Das ist geil. Nein, mir interessiert das nicht. Und das glauben die dir gar nicht, oder? Nein, natürlich. Sie sagen, wie? Ich sage, nein, ich bin ja kein Actor. Sag ich immer wieder, ich bin ja kein Schauspieler. Der Schauspieler, das ist, was ja gut ist. Das muss vorher bei mir, das muss auch für mich so vom Herzen her sein, passt das Business Model für mich. Das finde ich eine ganz interessante Sache, weil du stehst ja hinter der Sache, die du machst. Das heißt, ich will jetzt da keinen Vorwurf machen, aber es gibt ja Menschen auf dem Planeten, die irgendeine Scheiße verkaufen, um nur Geld zu verdienen. Klar. Und egal was, ob es jetzt ein paar Influencer sind, die irgendwelche Zahncremes da andrehen oder... Das fehlt mir nicht. Furchtbar. Mach ich auch nicht. Und die aber auch wissen, dass sie ihre eigenen Follower damit bescheißen. Und es geht nur, und dann hast du den Rabattcode mit 40%. Oder, ich will noch nicht sagen bescheißen, aber einfach nur, das hat mit deinem Thema doch gar nichts zu tun. Warum soll jetzt plötzlich ein Comedian was wissen über Wasser? Ja. Also warum ist der jetzt plötzlich die Spokesperson? Macht überhaupt keinen Sinn für mich. Oder? Und das ist das Gleiche für mich. Also jetzt wurde ich angefragt auch von irgendeiner Gummibärchenfirma aus Amerika. Die wollten, ob ich da bei denen irgendwie auf meinen Live-Stories da Gummibärchen verkaufe. Ich sage, überhaupt nicht. Interessiert mich nicht, das ist überhaupt nicht mein Thema. Nö, das brauche ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Ja, richtig so. Und das ist für mich, das mache ich nicht. Ich sage immer, ich würde mich nicht ausverkaufen. Jetzt du stehst hinter dem, was du machst. Ich stehe komplett dahinter. Jetzt habe ich gerade eine Anfrage gekriegt von einer Filtriersystem. Und da habe ich auch gesagt, ich sage, interessant, das Konzept hört sich gut an. Ich habe gesagt, erstmal will ich wissen, was für eine Maschine ist, ob das überhaupt passt zu mir. So, die haben mir dann die ganzen Daten geschickt. Ich fand die Idee gut, was sie damit machen. Ich habe gesagt, na, jetzt möchte ich die Maschine ja haben. Und die so, wie? Ja, die muss ich ja 3 Monate testen. Und die so, wie, du willst die 3 Monate testen? Ich sage, selbstverständlich. Bevor ich sagen kann auf meinem Channel, dass ich das Wasser gut finde, dann muss ich damit ja leben erstmal. Ja. Und da kann ich nicht nur einen Tag mit leben. Da haben die nicht mit gerechnet. Die wussten gar nicht, was los ist. Weil das einfach scheinbar unheard of ist, mäßig mittlerweile bei Influencern. Ich bezeichne mich ja auch nicht als Influencer. Ich mag das Wort nicht mal. Aber du bist auf Instagram, du bist auf TikTok. Ja, natürlich, aber ich bezeichne mich nicht als Influencer. So Influencer ist für mich, was du schon gerade gesagt hast, so Leute, die eigentlich überhaupt keine Ahnung haben von dem, was sie reden und einfach nur toll aussehen und die Titten rausstrecken. Das verdienen für mich, aber Geld. Ja, die verdienen richtig viel Geld damit, aber das interessiert mich nicht. Ja. Ich möchte abends auch noch gut schlafen, sage ich immer zu mir. Das ist ein sehr gutes Argument. Und ich möchte ins Bett gehen und sagen, hast du alles gegeben erstens? Für mich und für deine Frau, für die Familie? Hast du alles gegeben? Warst du ein guter Mann heute? Denn zweitens, warst du ein netter Mensch zu deinen Mitmenschen? Ist auch ganz wichtig. Außer wenn die Mitmenschen böse zu dir waren. Dann das ist ja was anderes. Aber warst du du musst selber in den Spiegel gucken können und sagen, kannst du so weiterleben mit dem, was du machst? Genau. Und das ist für mich ganz wichtig. Ich hinterfrage mich auch jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag hinterfrage ich mich. Passt das? Und wenn ich merke, Mensch, Martin, das hat irgendwie nicht so ganz gepasst, entweder entschuldige ich mich dann sogar bei der Person nächsten Tag, wo ich merke, für mich selbst vielleicht über Nacht, vielleicht habe ich da falsch reagiert oder ich habe da vielleicht was gesagt, was vielleicht auch falsch rüberkommen könnte, das möchte ich ja gar nicht. Ja, cool, oder? Und dann gehe ich auch dahin und sage auch, weißt du was, wir sind ja alle nicht perfekte Menschen, ich kann auch gerne auch mal mich entschuldigen. Ist scheiße gelaufen. Ich habe da auch kein Problem mit, mich zu entschuldigen. Ja. Also... Nö, weil dann weiß ich auch für mich selbst, ich lerne daraus. Weil ich bin nicht allwissend hier. Es gibt keinen allwissenden Menschen. Und das ist für mich wichtig. Aber das ist so das Konzept, womit ich auch Geld verdiene. Eben durch solche Firmen, die mich dann anschreiben. Jetzt zum Beispiel Sky Wodka. Total cooler Wodka aus San Francisco. Oh, das hast du mir von einer ganzen Weile mal erzählt. Genau, die haben mich vor 2 Jahren angeschrieben und haben gesagt, Mensch Martin, Mensch Wodka ist ja auch Wasser drin. Klar, weil du das wenn das destilliert wird, hast du 100% Alkoholgehalt. Die müssen natürlich runterbringen auf 40. So, die benutzen natürlich Wasser dafür. Und die haben gesagt, Mensch, wir haben dir jetzt zugehört. Du sagst immer, Wasser hat Geschmack und hat einen Impact und anderen Getränken. Ja. Was würde denn passieren, wenn wir ein anderes Wasser nutzen würden? Ich so, ja, dann wird euer Wodka anders schmecken. Und die so, echt? Ich sag, klar, sollen wir mal ausprobieren? Ja. So, jetzt haben wir 2 Jahre lang da rumgefummelt. Jetzt haben wir einen neuen Wodka auf den Markt gebracht. Der ist auch wieder der Sky Wodka. Das ist also auch in Deutschland mittlerweile verfügbar. Also die sieht leicht anders aus, die Flasche. Und der neue Sky Wodka, der Geschmack, ist approved bei Martin Riese, weil ich habe ja den mitkreiert. Steht da drauf? Da steht nicht Martin Riese drauf, aber steht drauf, enhanced with minerals, added for taste. Und diese Mineralien habe ich mit eingebunden. Und ich bin also bei YouTube, wenn man da eingibt, jetzt Sky Wodka Martin Riese, da kommt ein Werbevideo hoch, wie ich dann halt das ist gerade promote. Aber mega, oder? Und das sind natürlich so coole Sachen. Und das sind coole Konzepte. Damit finde ich Geld. Dann habe ich meine eigene Firma, die Wasser verkauft.
Ich mache so Tastingboxes. Also doch Wasser verkaufen. Ja, aber im Sinne von, aber nicht im Sinne von, ich habe ein Wasser, das müsst ihr alle trinken und das ist das tollste Wasser der Welt. Weil das sind die Boxen. Das sind diese Boxen. Ja. Weil ich will ja auch Wasser-Tastings machen. Und es gibt viele Menschen, die sagen, Mensch, ich hätte mal echt Bock mit dir zusammen Wasser zu trinken. Da habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und jetzt verkaufe ich Wasser-Tasting-Boxes. Die packe ich. Das sind 6 verschiedene Wässer. Und das geht entweder virtuell, diese Tastings. Da kriegen sie diese Wässer halt geliefert. Das habe ich letzte Woche Sonntag wieder ein virtuelles Wasser-Tasting gehabt mit 40 Leuten. Das ist total gut. Das heißt, sie kriegen alle, die bestellen bei dir die Box. Was kostet sowas? Kostet $35 die Wässer. Das Blöde ist, der Versand ist so teuer. Wasser ist halt so schwer. Ja. Das kostet auch nochmal $35 etwa, bis bei 70. Und das Ding muss ordentlich verpackt sein, muss weil wir da 2 Flaschen kaputt sind. Genau, die Box kostet uns allein schon $10. Ja. Da bist du schon dabei. Also insgesamt, das ganze Paket, glaube ich, kostet so $110 bis $120. Kommt auch drauf an, wo du wohnst. Weil ich muss auch ein bisschen Geld für die Zeit, die ich da investiere, wenn ich da mit euch sitze, 2 Stunden. Ja, du brauchst ja ein Lager für das Wasser. Muss ja auch das alles, muss alles bezahlt werden. So, und das kann man dann halt machen. Das kann man sich dann online ordern bei mir. Und dann habe ich meine Termine, die ich dann vorher sage. Und dann können die sich alle einloggen. Die kriegen dann diesen Code dann zugeschickt. Und damit verdiene ich halt Geld. Und dann mache ich In-Person-Tastings. Also ich habe auch öfter Celebrities, die mich wirklich anrufen. Und sowas, was wir gemacht haben? Das geht öfter, ja. Ja. Da gehe ich dann irgendwo in die Hollywood Hills und mache einen Wassertest. Und die zahlen dann richtig Geld natürlich auch. Und die haben auch, also du tust ja nichts Böses. Nee, ganz im Gegenteil. Ja, das ist ja das Geile. Du drehst denen keine Scheiße an, du gibst denen die Option und die sagen, ja, okay, das ist das richtige Wasser für mich, danke. Genau. Es ist ja einfach nur so ein bisschen Awareness bringen, sage ich immer. Darum geht's ja. Es geht gar nicht um das beste Wasser für die zu finden. Es geht darum, einfach mal sich zu hinterfragen, was mache ich eigentlich mit Wasser am Tag? Es geht darum, den Stellenwert des Wassers wieder ein bisschen hochzubringen. Das mache ich. Und dann verdiene ich auch noch Geld. Ich habe meine eigene Academy mittlerweile, Online Academy. Man kann also auch Wassersommelier werden, zertifiziert bei mir jetzt, bei der Fine Water Academy. Und damit finde ich auch Geld. Okay. Also ich habe verschiedene Business. Das heißt, wenn jemand auf die Idee kommt, dasselbe zu machen wie du, dann kann er jetzt zertifiziert werden bei mir und das machen auch ganz viele. Das ist online. Ich habe von zertifiziert von Japan über Russland über Südafrika habe ich jetzt gerade zertifiziert. Weltweit läuft die Nummer. Und die aus Japan, die hat kein Wort Englisch verstanden. Der Kurs ist auf Englisch. Die hat kein Wort Englisch verstanden. Das hat die alles mit dem simultanen Dolmetscher gemacht. Das ganze Programm. Aber super. Die ist super erfolgreich jetzt in Japan als Wassersommelierin. Und die aus Südafrika auch, die kriegt ein Werbesache nach der anderen jetzt gerade. Die ist ständig im Fernsehen jetzt in Südafrika zu sehen. Das ist ja auch ein mega geiles Standbein für Leute, die da richtig Bock drauf haben, die dahinter stehen. Ja. Aber wie gesagt, ihr müsst dafür Gas geben. Das ist nicht einfach mal, ich habe auch Wassersommelier zertifiziert, von denen du nicht mal viel gehört hast. Du musst halt unheimlich und immer wieder neue Ideen haben. Hm. Und mir kommen die Ideen auch nicht, also ich bin zum Beispiel nicht so der Typ, es gibt ja viele bei Instagram, die haben so einen ganzen Chart dann für die nächsten 2 Wochen schon, was sie alles posten wollen. Das kann ich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich morgen poste. Ja, ich mache das auch. Ich poste einfach live. Immer, was ich gerade cool finde, dann poste ich was. Ich lasse mich auch inspirieren von vielen Sachen. Wenn ich irgendwas sehe, dann merke ich plötzlich, ach, das wäre eigentlich ein Post wert. Und dann mache ich schon mal einen Post. Also es ist immer live und authentisch, was ich mache. Für die Zuhörer jetzt, die können ja mal Klartext reden, wenn die das nächste Mal ins Restaurant gehen, in Deutschland, Österreich, Schweiz, wie auch immer, sollen sie einfach mal auf die Karte gucken, wie viel verschiedene Wasser dort im Angebot sind. Die werden sich wundern. Ja, und es wird tragisch werden, dass es nicht so viele gibt, leider. Das ist ja die Tragik. Also generell ordentlich Nachholbedarf. Ach, und wie? Und wie? Weil immer noch alle glauben, ach, ist ja eh nur Wasser. Was ist das berühmteste nicht. Wasser in Deutschland? Mir fällt jetzt sofort Geroldsteiner. Geroldsteiner ist wohl das Number One. Also es ist die Nummer 1, gerade bei Sparkling Water, ist ganz klar Geroldsteiner. Ich kenne natürlich die Verkaufszahl nicht von Lidl und Aldi Wässern. So Saskia-Quelle und sowas, die werden bestimmt auch unheimlich viel großen Marktshare haben. Der Wahnsinn ist ja, ich habe jetzt letztens einen Post gemacht, als ich in Deutschland war, da war ich in Hamburg in einem Supermarkt, im Edeka, und habe einen Post, das ist ja alles auf Englisch leider, ich mache keine deutschen Posts mehr, das ist alles auf Englisch, weil eben 90% meiner Follows ist englischsprachig. Und ich stehe dann da im Supermarkt und mache natürlich einen Post auf Englisch und bin in diesem Wasserbereich und gucke mir die Preise an. Und dann, wenn ich die Preise anschaue, 3,49, 2,48, dann war es 5 Euro, irgendwie sowas. Und eine Flasche? Ja, pass mal auf. Und dann für einen Amerikaner denkt natürlich, ja, so ähnlicher wie in Amerika. Das sind so die Preise, die wir kennen. Dann sage ich im Video irgendwann, ja, by the way, das ist für 12 Packs. Das sind 12 Flaschen Glas als mit Mineralwasser. Wir reden hier nicht von Purified Tap in Plastikwasser, weil meine lieben Zuhörer aus Deutschland, jetzt wo auch immer ihr zuhört, das kostet bei uns hier eine Flasche, was bei euch die 12er Kiste kostet. Und es ist hier in Plastik und bei euch ist immer noch ein Glas.
Also in Deutschland habt ihr eine wahnsinnig geile Wasserauswahl. Wie kannst du denn den deutschen Zuschauern jetzt sagen, woran können sie denn an welchem Wasser erkennen, ob es gut ist? Sollen die die Flasche in der Hand nehmen, auf die Rückseite gucken und Daten sind wichtig? Das ist hier natürlich in Amerika ein bisschen einfacher, weil hier ist es wirklich, oder einfach will ich gar nicht mal nennen, hier in Amerika ist es wirklich so, entweder Spring oder Purified. Das ist hier wirklich so das Ding. Spring heißt, aha, das ist Quellwasser, das kommt also wirklich aus einer Quelle. Ja. Das ist Natur. Das ist für mich Real Water, also echtes Wasser, sage ich dazu. Dann gibt es Fake Water. Das sage ich einfach auch so. Das ist einfach, Fake, wissen wir alle das Wort. Fake Wasser. Das ist halt das Wasser, was in meinen Augen Leitungswasser ist, filtriert, wird eine Plastikflasche gefüllt und dann wird das fancy aufgearbeitet. Also das ist ein reines Marketingprodukt. Okay. Das Ding ist, das glaubst du mir gar nicht, René. Ich habe, als ich anfing mit dem Thema, so Wasser, und also die ersten 2-3 Jahre, da waren noch viele Wasserfirmen, wussten noch nicht so genau, wo es hingeht bei mir, in welche Richtung, weil ich ja immer gesagt habe, Spring, Spring, Spring. Das haben aber alle noch nicht so ganz gerafft. Da haben mich natürlich auch den Wasserfirmen mich angesprochen, die eben Purified Water haben. Mittlerweile tut das keiner mehr, weil die alle raffen. Mit dem kannst du nichts über Purified reden, der würde dich sofort an den Mond schießen. Ja. By the way, das würde ich gerne mal probieren, das Wasser, was sie da oben finden. Also wenn Elon Musk mal zuhört, also dann, wenn du zum Mars fliegst, das würde mich mal interessieren, das Wasser. Und da war eine Wasserfirma, die hat mich angeschrieben und ich wusste sofort, ich google das ja dann sofort, welche Wasserfirma das ist und dann habe ich gesehen, Purified Water, okay, vergiss es. Aber ich wollte die mal kommen lassen. Ich wollte mal so gucken, wie reagieren die denn so. Habe gesagt, Mensch, interessant, bevor ich mit dir zusammenarbeiten kann, würde ich ganz gerne euer Wasser erstens probieren, ob ich es überhaupt mag. Ja. Und zweitens möchte ich gerne wissen, wo es herkommt. So. Das habe ich denen als E-Mail zurückgeschickt. René, das hat in 2 Wochen hat das gedauert, bis ich Rückantwort gekriegt habe. Und die Rückantwort der Firma war, ganz ehrlich gesagt, wir wissen nicht so ganz genau, wo das Wasser herkommt. Nee. Das war die Rückantwort einer Wasserfirma. Da kannst du mal dir überlegen, das sind gar keine Wasserfirmen. Das ist eine Firma, die ein Paket verkauft. Hm. Das sind Packaging Companies. Ja. Das ist alles, was die machen. Die machen ein Branding, die bauen ein Branding auf mit einem Namen, mit ähnlichen wilden Sachen drauf, Alkaline und Hoch-PH, was alles kompletter Quatsch ist, weil alles, was du ja trinkst, geht ja in deinen Bauch. Ja. Und deine Bauchsäure ist extrem acidic, säurehaltig, extrem. PH 1,5 zu 3,5. Super, super säurehaltig. Muss es sein, weil du musst ja alles verarbeiten können. Ja, klar. So, also hier in Amerika glauben viele nach der Alkaline Diet, dass du also hohes PH-Wasser trinkst, weil das ist gesünder, damit kannst du der Acidic deines Körpers ausgleichen. Kompletter Bullshit. Also kompletter Bullshit. Also jeder, der so ein bisschen in der Highschool aufgepasst hat, wüsste sofort, was erzählt der für einen Quatsch? Es gibt Millionen Leute, die glauben daran, an den Quatsch. Und dementsprechend ist dieses pH alles Quatsch. Aber diese Firmen verkaufen nur das. Die machen nichts anderes als das Wasser, was drin ist. Die haben keine Ahnung, was da eigentlich drin ist. Die wissen sie nicht. Und für mich kriegen solche Firmen kriegen natürlich auch dann die E-Mail zurück und sagen, also bei aller Liebe, also wenn ihr noch nicht mal wisst, wo was euer Wasser herkommt, als Wasserfirma, ich glaube, da brauchen wir nicht weiter reden. Bye, tschüss. Natürlich nie wieder was gehört von solchen Leuten. Aber das ist ja peinlich. Also wie gesagt, in Deutschland, ihr habt da Glück. 99% der Wässer, die es im deutschen Supermarkt gibt, ist echtes Wasser. Das kommt aus Quellen. In Deutschland gibt es über 500 verschiedene Mineralwasserquellen. 500. Ich habe sogar mal auch so eine Reportage gesehen, dass selbst das Leitungswasser, ich sag jetzt mal in der Nähe von Hamburg, was die abpumpen, 200 Meter entfernt ist von der Quelle, wo sie Mineralwasser abfüllen, halt nur in einer anderen Höhe. Das andere 500 Meter Tiefe, andere 550. Aber das ist eigentlich die gleiche Wasserleitung. Klar. Und das heißt auch lange nicht, oh, das ist ja Leitungswasser, das ist ja blöd. Wie gesagt, hier drüben, das müsst ihr auch verstehen als deutscher Zuhörer, wenn du hier Leitungswasser trinkst, ist es halt furchtbar. Das hat nichts mit Bottled Water zu tun. Aber auch egal wo in den USA. Ja, das ist überall chloriniert. Weil deren Infrastruktur so schlecht ist, seit Jahren nicht mehr aufgearbeitet. Gerade wenn es um die Wasserpipes geht, eine Katastrophe. Die verlieren da auch Millionen an Litern jedes Jahr an Wasser in Leaks. Die wissen gar nicht, wo das Wasser überhaupt hingeht. Die packen da so viel Chlor rein, damit es irgendwie noch safe ist zu trinken. Also das trinke ich nicht. Bevor da irgendwelche Kohlebakterien entstehen, oder? Genau, ja klar. Das riskieren die natürlich nicht. Darum so viel Chlor rein, da passt. Da kannst du 5 Jahre lang tot wahrscheinlich im Wasser liegen, da wird nichts passieren. Ist denn Chlor schädlich? Naja, also Chlor ist wahrscheinlich sicher nicht gut für deinen Körper. Man muss mal so sagen, oder? Man kennt es vom Schwimmbad. Ja, also solltest du nicht trinken, oder? Aber hier der Amerikaner trinkt das halt wie ein Bekloppter. Der merkt auch gar nicht mehr den Unterschied. Das ist ja sogar hier so schlimm mittlerweile, dass manche gar nicht mehr den Geschmack eines richtigen Wassers erkennen. Darum gewinnt immer, es gibt ja immer so Studien, ja, aber Leitungswasser gewinnt immer in den Blindverkosten. Ich sage, ja klar, weil die glauben,
dass das der Geschmack des Wassers ist. Das heißt noch lange, dass es auch besser ist. Ja. Oder der richtige Geschmack ist. Wenn ihr natürlich das Wasser immer getrunken habt, ist als von Kind auf an das schlechte Leitungswasser in Amerika, denkst du halt, dass so schmeckt Wasser. Wenn du plötzlich ein richtiges Wasser kriegst, mit Mineralien eingebunden, die wissen gar nicht, wohin damit. Sag, was ist denn das? Das ist ja kein Wasser. Ja, du kriegst ja selbst in den teuren Restaurants hier das geklorte Wasser eingeschmeckt. Ja, furchtbar. Geht eigentlich ein No-Go. Ach, Katastrophe. Kaufst für $200 eine Flasche Wein, kriegst dann so ein furchtbares, komplettes, chloriniertes Leitungswasser hingestellt mit der Zitrone drin. Dann hast du also Chemikalien und Acidic plötzlich. Und das sollst du dann zum Rotwein trinken? Geht gar nicht. Habe ich ein TikTok-Video, hat 1,5 Millionen Views mittlerweile, wie ich eben dieses Video mache. Da packe ich mir ein Rotweinglas vor mir hin, packe Eiswürfel in das Rotweinglas, dann noch eine Zitrone quetsche ich da rein und sage, das möchtest du trinken? Das war aber nicht Sangria hier. Oder? Also, oder? Und das ist genau das, was der Amerikaner aber trinkt jeden Abend. Weil die gar nicht raffen, dass ja das Leitungswasser so schlecht ist. Also hier muss ordentlich Aufklärungsarbeit. Ja. Wie kommen denn wir haben jetzt noch so ungefähr 4 Minuten, dann haben wir eine Stunde voll. Wir müssen auch gleich rüber ins Restaurant, wir sind verabredet. Wie geht's? Hunger. Also wir sind im Resort World, wir laufen rüber zum Zirkus, auch wenn es kein tolles Hotel ist, aber die haben ein mega cooles Steakhouse, cool. Da werden wir uns mal die Wasserkarte, oder wir werden, mal, selber, wir werden mal gucken, wie es da aussieht und ja, da gehen wir lecker Steak essen, so ein Woodfire Grill, cool. Das ist sehr lecker dort. Was ich fragen wollte, wie kommt es denn bei den Lokalitäten an, wo du eine Wasserkarte kreiert hast? Sagen die dir nach einem halben Jahr, ey super? Ja. Ja? Okay. Jedes Restaurant, wo ich eine Wasserkarte kreiert habe, die haben unheimlich große Umsätze mit Wasser. Aber wirklich große Umsätze mit Wasser. Ist ja auch irgendwo klar. Aber wenn ich zu einem Restaurant gehe und die haben nur ein Wasser, ist ja nicht interessant. Sagen sie, ja, okay, ich trink's oder ich trink's nicht. Ja. Wenn du ins Restaurant gehst, die haben eine Wasserkarte, dann machst du erstmal ein Foto von, weil du sagst, so was haben wir nie gesehen. Genau. Wie cool ist denn das? Die haben 15 verschiedene Wässer, das ist abgefahren. Und wenn dann plötzlich dein normales Pellegrino Aqua Panna siehst von Nestle, was ich eben nicht promote, weil ich stehe halt nicht auf Nestle-Produkte, dementsprechend wird der bei mir nirgendwo Aqua Panna Nestle und San Pellegrino sehen. Ist auch keine gute Firma, ne? Nein, das ist ein gutes Wasser, aber ich mag die Firma halt nicht. Dementsprechend promote ich die nicht. Ganz einfach. So, ich bin da halt. Ich kenne viele, die was gegen Nestle haben. Ich bin da für mich treu. Ganz strikt. Ganz strikt. Und es ist mir egal, wie groß sie sind, es ist mir egal, wie viel Geld die mir anbieten würden. Nein, mache ich nicht. Mach ich nicht. Die haben mir auch schon angeboten. Habe ich gesagt, nö, lass mal. Alles gut, Boys. Bleibt da in Italien sitzen. Da brauche ich euch nicht. Oder sie sind ja Schweizer, aber die Wässer sind aus. Die Wässer sind aus Italien, die sie importieren. Nein, aber da macht ja keiner Foto von Pellegrino-Flasche. Aber wenn du plötzlich eine Flasche hast, die vielleicht ein 2000 Jahre altes Gletscherwasser ist, aus einer richtig coolen Flasche. Gibt's das? Ja klar, da machst du halt ein Foto von. Wie cool ist denn das? Wie teuer ist denn das teuerste Wasser? Also auf den Wasserkarten, ich kriege $150. Eine Flasche. Eine Flasche, $150? 750 Milliliter, nicht mal ein Liter ist das. Und das ist eben dieses 2000 Jahre alte Gletscherwasser. Jetzt sagen manche, Martin, jetzt hast du vorhin gesagt, jedes Wasser ist Millionen von Jahren alt. Ja. Wenn ich sage 2000 Jahre alt, das meint's, das heißt für mich, wenn es das letzte Mal Regenwasser war und auf den Grund gefallen ist. Das ist für mich das Alter des Wassers, weil da ist ja dann in dem Sinne der Water Cycle durchgebrochen. Aber wie können die das denn feststellen, ob das Ding 2000 Jahre alt ist? Das können die, fragen mich nicht, da bin ich bin kein scientific person, aber es kann man kann das irgendwie rauskriegen, wie alt Wässer sind. Das können die rauskriegen. Das ist total abgefahren. Und dieses Wasser kommt von Svalbard, aus der Svalbardi Region in Norwegen. Das ist so ein bisschen, also fast am Nordpol. Die fahren mit einem Schiff raus und gucken nach Icebergs, die eben schon in der Nordsee fast looten, weil du dann kannst es nicht mehr trinken, wissen wir alle, weil du darfst ja kein Salzwasser trinken, der Salzgehalt ist zu hoch, um dass deine Kidneys das rausfiltern könnten. Also würde mehr Salz in deinem Körper bleiben und dementsprechend würdest du irgendwann sterben. Also trink bitte kein Salzwasser, Leute. Interessant. Schmeckt ja auch nicht. Nö, schmeckt auch nicht. Und dieses Svalbardwasser, das wird halt eben, diese Eisberge werden halt hochgezogen auf das Schiff, dann wird da reingebohrt in diesen Eisberg und nur der Kur des Eisbergs wird rausgezogen und das dann dilut in eine Wasserflasche. Das kostet natürlich arsch viel Kohle. Ja, allein schon von der Produktion her. Der Aufwand ist Wahnsinn. Die produzieren auch nur 10.000 Flaschen im Jahr. Darum ist es auch so teuer. Und zweitens, ganz viel Geld, weil das eben so teuer ist, geht auch wieder zurück nach Svalbard, um Projekte zu unterstützen, die eben aufpassen für environmental reasons, Icebergs, Eisbiers und solche Sachen. Also du tust auch was Gutes damit, dieses Wasser zu trinken. Und das finde ich cool. Aber die kloppen jetzt keine Eisberge ab, sondern Nein. Die passen halt die auf, unterwegs sind. Die unterwegs sind, was ganz normal ist auch in Norwegen. Jedes Jahr bauen sich Eisberge auf und wieder ab. Und die sich hier abbauen und dann eben in die Nordsee verfallen würden, die ziehen sie hoch. Und jetzt lassen wir auch mal reden. Bei 10.000 Flaschen sind natürlich minimal auch die Eisberge, die sie nicht benutzen. Wir reden ja nicht über jetzt Kubikmeter auf Eisbergs.
Das sind ganz wenige Eisberge, die sie benutzen. Aber kann man googeln, Svalbardi, heißes Wasser, könnt ihr sofort die Fotos sehen, wie sie eben die Silvester mit dem Schiff hochziehen. Abgefahren, total abgefahren. Krasse Nummer. Martin, wir können noch eine Stunde quatschen. Ich weiß. Machen wir Part 2 irgendwann. Wir machen Part 2. Genau, wo finden die Leute dich? Infos, www. Ja, genau. Also ganz einfach, www.martin-riese.com ist meine Homepage. Dann Social Media Channels ganz einfach. Bei Twitter Martin Riese zusammengeschrieben. Bei Facebook auch Martin Riese. Bei Instagram Martin Riese. Und bei TikTok, was ja relativ neu ist, oder für mich zumindest neu, ich bin da seit einem halben Jahr jetzt, das ist Martin Riese Official. Irgendein anderer heißt da auch Martin Riese scheinbar, der hat den Code, aber der macht keine Posts. Also irgendwann kriege ich vielleicht den Account, keine Ahnung. Aber sonst. Ganz kurz noch, TikTok knallt durch, ne? Ach, Wahnsinn. Das ist. Ich bin ja nicht bei TikTok, mir fehlt die Zeit. TikTok, aber du sagst, ist Instagram on Steroids. Das ist wirklich abgefahren. Mein Instagram-Account ist der größte Social-Media-Account, den ich bis jetzt habe. Und ich bin bei Facebook verifiziert mit dem Blue-Haken. Bei Instagram habe ich es noch nicht, aber da bin ich bei 27.000 Followers oder sowas. Aber ich bin bei TikTok schon bei 63.000 mittlerweile. Und 63.000 Follower. Ja, und habe mittlerweile 2 Videos, die eben über 1 Million gegangen sind. Also die viral gegangen sind, wie man es so schön sagt. Und das ist abgefahren. Das ist abgefahren. Auch Comments. Mensch, hunderte von Comments auf den Videos überall. Weltweit? Aus ganz Welt? Überall. Aber meistens amerikanisch. Auch ein paar Deutsche. Ich freue mich über deutsche Kommentare. Ich antworte auch auf Deutsch. Zurück. Sehr cool. So, Stunde 2 Minuten voll. Vielen lieben Dank, Martin. Gerne, René. Wir gehen jetzt rüber. Wie spät haben wir? Wir haben jetzt Viertel nach 8. Wir müssen um 3:15 Uhr. Gerade die Tagesschau noch geschaut in Deutschland. Jetzt geht's zum Hauptfilm. Und das ist bei uns das Ding. Nein, aber für alle, die zuhören, trinkt gutes Wasser, meine Lieben. Seid nett zueinander, das ist das Wichtigste. Könnt in den Spiegel schauen jeden Abend, wenn ihr nach Hause geht und gebt Gas. Ganz wichtig. Und bleibt euch treu. Das ist immer das Wichtigste für mich. Verstellt euch nicht für keinen. Bleibt euch treu. Weil René hat seine eigene Branding aufgebaut und ich habe mein eigenes Branding aufgebaut. Und ich von uns beiden kann ich euch nur so sagen, bleibt euch treu und gebt Gas und seid gut zueinander. Das ist das Wichtigste. Alles andere kommt. Und kreiert, weil irgendwann werden die Leute es merken. Das ist so der Fall. Das hat Prinz mal gesagt. Eine gute Freundin von mir, die hat bei Prinz gearbeitet und Prinz hat gesagt, ich mache es nicht aus dem Bekanntheitsgrad, ich möchte einfach Musik machen. Gute Musik und irgendwann werden es Leute schon merken. Und da hat er recht. Ja. Das ist so. Wenn du Gas gibst und irgendwas Cooles machst, irgendwann werden die Medien kommen oder die Leute kommen und du sagen, machst das vernünftig. Und du machst das vernünftig, du bist ehrlich, du bescheißt keinen. Genau. Du kannst die Leute, es dauert vielleicht ein bisschen länger, weil du nicht der Tollste, der Beste oder Schönste bist. Aber die Leute merken, okay, das, was der Quatsch, das stimmt, das funktioniert. Und ich merke es an meinen Social Media Accounts. Wir wissen alle, dass Social Media ganz schön heftig sein kann. Oh, bei meinen Videos 99,5% ist positiv. Ja. Die Kommentare, die ich bekomme. Ist doch toll. Ja, gucken wir mal, was ich jetzt. Ich brauche kein Blocken. Jetzt. Das ist was Schönes. da gibt es aber andere, die richtig ich blocken müssen. Ich brauche kein Blocken. Ich blocke nur Leute, wenn sie wirklich blöd, also wenn sie unanständig blöd sind und magen, ich bin ein Arschloch oder sowas, dann müssen wir nicht drüber reden. Oder das sind einfach so Kommentare. Ich tue ja keinem weh. Ich verkaufe hier nichts, sondern ich gebe einfach Leuten eine tolle Idee über Wasser. Und wenn Leute meinen, ich bin ein furchtbarer Mensch, die haben auf meiner Seite nichts zu suchen. Ja, dann ist das so und dann ist das auch gut für die. Aber ich diskutiere auch gerne mit Leuten, die sagen, hey Martin, ich verstehe das nicht ganz, was du tust. Und auch ruhig ein bisschen Skepsis da auch zeigen. Ich antworte auch gerne darüber und versuche dann auch zu erklären, warum ich es mache. Deswegen fand ich das ja so cool, wo ich bei dir im Hotel war. Du da einfach gesagt hast, naja, dann machen wir doch mal das Wassertesting. Und dann oben auf der Dachterrasse, Knaller. Ja, das bringt dann ja auch Spaß. Aber generell, das darum sage ich immer, sei ehrlich zu dir und verarsch keine Leute, sondern bin ganz ehrlich und dann hast du auch ein positives, schönes Leben auf Social Media. Auf alle Fälle. Dann macht es auch Spaß. Und brauchst keine Angst haben, dass du vor der Tür gehst und dir will irgendjemand was aufs Maul hauen. Ganz im Gegenteil. Sonst was. Nee, bis jetzt. Außer eine Purified Water Company bei mir vielleicht. Ja, das ist immer so eine, das ist der Running Gag. Das sind deine Feinde. Ein guter Freund von mir meinte, pass auf, Martin, wenn du Coca-Cola-Trucks siehst, die meinen vielleicht, die dich irgendwann mal zu schnappen. Du trinkst aber Coca-Cola? Ja, ab und zu trinke ich eine Cola. Oder eher Pepsi. Nee, ich bin Cola-Mensch. Ja? Das gebe ich zu. Ich bin eher. Wobei ich gebe zu, die beste Cola ist Afri-Cola für mich. Das ist meine Lieblings-Cola. Die deutsche Afri-Cola ist für mich die beste Cola der Welt. Das besprechen wir beim nächsten Podcast. Vielen Dank. Gerne. Schöne Grüße an alle Deutschland, Österreich, Schweiz. Heute aus Las Vegas. Nächstes Mal wahrscheinlich, denn wenn ich nach L.A. komme, dann machen wir Part 2. Super. Danke fürs Zuhören und bis demnächst in diesem Theater. Ciao, meine Lieben. Ciao. Tschüss.